Iuniusfeuer bezeichnet wurde, galt im Mittelalter als Strafe Gottes. Was sonst sollte als Erklärung dienen? Erst Jahrhunderte später wurde der Übeltäter erkannt. Ein Getreidepilz im Roggenfeld. Er versteckt sich in schwarzen Wucherungen, die an den Ähren wachsen. Mutterkörner. Sie sind prall gefüllt mit giftigen Pilzhyphen. Biologische Zeitbomben. Vor Wintereinbruch werden sie abgeworfen, überstehen Schnee und Eis in Kältestarre. Wenn es wärmer wird, kommt Leben in das Mutterkorn. Winzige Fruchtkörper durchstoßen die Hülle. In ihren Köpfen lagern langgestreckte Sporen. Und die werden mit unheimlicher Präzision genau dann entlassen, wenn das junge Getreide blüht. Sie setzen sich fest, befallen und parasitieren das saftige Roggengrün. Noch im Herbst macht sich der Pilz wieder winterfest und formt ein neues Mutterkorn. Soweit der biologische Kreislauf. Doch die Bauern früherer Zeiten kannten weder den Pilz, geschweige denn seine Wirkung. Mit dem Korn gelangten auch die biologischen Bomben in die menschliche Nahrungskette. Heute werden die schwarzen Körner aussortiert. Aber die Müller von damals schöpften keinerlei Verdacht. Unsichtbar verteilten sich die hochgiftigen Alkaloide des Mutterkorns im gesamten Roggenmehl. Und nicht einmal die Backofenhitze konnte ihnen etwas anhaben. Ausgerechnet unser täglich Brot sorgte für täglich neue Vergiftung mit all den schrecklichen Folgen. Erst im 19. Jahrhundert erforschten Ärzte die andere Seite des Mutterkorns. In kleinsten Mengen wirkt es wehenfördernd. Das war schon den Kräuterfrauen des Mittelalters bekannt und gab dem Mutterkorn seinen Namen. Doch nun wird es offiziell zur Geburtshilfe eingesetzt, zur Blutstillung und vor allem bei Migräne. Selbst heute noch gibt es eine Reihe von Medikamenten, die Ergotamine oder andere Wirkstoffe des Mutterkornpilzes enthalten. Auch seine halluzinogene Seite bekommt ein spätes Nachspiel. Der Chemiker Albert Hofmann in Basel macht 1943 eine folgenschwere Entdeckung. Er isoliert LSD aus dem Mutterkorn und testet es auch gleich an sich selbst. Ungewollt öffnet er den Weg für die Partydroge der 60er und 70er Jahre. Pilze sind Meister der organischen Chemie. Sie produzieren eine Palette exotischer Gifte und Drogen. Aber das ist nicht alles. In Mecklenburg-Vorpommern unternimmt Hans-Heinrich Kunde eine besondere Sammeltour. Er sucht Birkenpoling. Essbar sind sie nicht. Aber Kunde ist überzeugt, dass der Birkenpoling heilende Kraft besitzt. Dass er Magen- und Darmerkrankungen noch kurieren kann, wenn alles andere versagt. Ohne es zu wissen, wandelt Kunde dabei auf berühmten Spuren. Auch bei Ötzi. Vor über 5000 Jahren stand der Birkenpoling hoch im Kurs. Warum der Gletschermann sterben musste, ist bis heute nicht geklärt. Aber sein letzter Weg war schwer. In seinem Rücken steckt eine Pfeilspitze. Prellungen, Schnittwunden, Blutverlust machen ihm zu schaffen. Der genaue Hergang seines Todes liegt im Dunkeln. Aber sein Leichnam ist nicht nur die älteste, sondern auch die am besten untersuchte Mumie der Welt.
Ötzi wurde medizinisch durchgecheckt, vom Zahnschmelz bis zum letzten Magenkrümel. Und selbstverständlich wurde jedes Detail seiner Ausrüstung kriminalistisch untersucht. So auch, an einem Lederband hängend, ein Pilzring. Zweifelsfrei ein Birkenpurling. Ötzi hat ihn um den Hals getragen. Als Reiseapotheke, so die Experten. Sein Hausmittel gegen Bauchweh oder Magenschmerzen? Niemand weiß es wirklich. Auch über Anwendung und Dosierung kann man nur spekulieren. Man entfache ein kleines Feuer mittels Feuerstein und Zunder, erhitze darüber frisches Wasser und gebe schließlich den Pilz hinzu. Das Ganze, das Ziehen über längere Zeit. So könnte Ötzi vorgegangen sein. Hans-Heinrich Kunde jedenfalls verfährt ganz ähnlich mit seinen frischen Birkenpurlingen. In große Würfel schneiden und eine halbe Stunde vor sich hin köcheln lassen, bis ein kräftiger Sud entsteht. 200 Kilometer entfernt, im Labor von Analyticon Discovery in Potsdam, stößt der Birkenpurling auf ähnliches Interesse. Auch hier beginnt die Prozedur mit Zerkleinern und Erhitzen, fast wie in Kundes Küche. Doch mit jedem Analyseschritt schwinden die Parallelen. Labortechnik gewinnt die Oberhand. Es geht darum, die unbekannten Wirkstoffe von Piptoporus betulinus herauszulösen und zu identifizieren. Die letzten Schritte schließlich übernimmt ein Roboter. Messung des magnetischen Kernspins. Und die Ergebnisse sind erstaunlich. Forschungsleiter und Mikrobiologe Dr. Werner Katzer. Wir haben Piptoporus betulinus, den Birkenpurling, untersucht und daraus verschiedene Substanzen isoliert. Unter anderem Lanosterolabkömmlinge. Das sind steroidartige Substanzen, die entzündungshemmend wirken. Außerdem enthält der Birkenpurling Substanzen, die antibiotisch wirken oder auch Stoffe, die für die Krebstherapie interessant sind. Ob jemals aus dem Birkenpurling ein Medikament entwickelt werden kann oder ob da versteckte Nebenwirkungen noch auftauchen, können wir natürlich nicht sagen. Hans-Heinrich Kunde sieht das nicht so streng. Er pocht auf seine langjährige Erfahrung und ist überzeugt von der Heilkraft seiner Pilzbrühe. Auch wenn die Einnahme selbst ihn etwas Überwindung kostet. Eine Reihe seiner Bekannten habe er damit schon von ihren Magenleiden befreien können. Und dieser unscheinbare Pilz hat es nun getan. Und ich bin darüber auch sehr dankbar, denn ich freue mich über jeden, den es gut geht. Der Birkenpurling scheint es in sich zu haben. Heute wie vor 5000 Jahren. Ötzis Wissen und Erfahrung wurden leider nicht mitkonserviert. Aber durchaus möglich, dass wir dabei sind, wieder zu entdecken, was für ihn und unsere Ahnen vor 250 Generationen Alltagswissen war. Ötzis wunderbare Welt der Pilze. Doch diese Welt ist größer, viel größer. Pilze haben das Gesicht der Erde verändert. Vor 400 Millionen Jahren, als die ersten Pflanzen das Wasser verließen und die Erde begrünten. Überraschend schnell und zügig fassten sie Fuß. Und dieser Erfolg geht zu großen Teilen auf das Konto von Pilzen. Sie haben die Fäden im Untergrund gezogen. Sie haben vor allem mitgewirkt am mächtigen Aufschwung der Baumriesen und Wälder. Und das tun sie heute noch. Auch unser Wald braucht die Unterstützung der Pilze. Alles, was dort fleucht und kreucht, zehrt von den Fadenwesen im Boden. Manchmal auch ganz direkt. Worin besteht das Geheimnis der Pilze? Es liegt gut verborgen unter der Erde. Schwer zu erkennen,
Selbst für geschulte Försteraugen die Mykorrhiza, der Pilzwurzelverbund. Kleine, verdickte Wurzelenden, wie abstehende Fingerchen. Nicht sonderlich aufregend, aber dahinter verbirgt sich die vielleicht größte Kooperation in der Geschichte des Lebens. Sie beginnt mit der Photosynthese. Zuckerproduktion in den Blättern mit Hilfe des Sonnenlichts. Ein Teil des Zuckers wird stammabwärts geschickt, bis in die Wurzelspitzen. Auch die wollen ernährt sein. Und jetzt kommen die Pilze ins Spiel. Sie schicken ihre Hyphen zu den haarfeinen Baumwurzeln. Umschließen sie wie mit einer Manschette und dringen sogar ins Innere ein. Dort zwängen sich die Pilzhyphen zwischen den einzelnen Wurzelzellen hindurch. Und dabei beginnt ein verblüffender Stoffaustausch. Der Pilz zieht Zuckerstoffe aus den Wurzelzellen und liefert im Gegenzug Wasser und wertvolle Mineralstoffe an. Ein durch und durch genialer Handel. Jeder bekommt, was er dringend braucht. Der Pilz, energiereiche Zuckernahrung, die er auch gleich abtransportiert. Die Baumwurzeln, lebenswichtiges, mineralreiches Wasser, das sie nach oben leiten in die Photosynthesefabriken der Blätter. Was für eine Kooperation. Was für eine wunderbar vernetzte Welt. Versierte Pilzsammler wissen um die geheimen Verbindungen zwischen Bäumen und Pilzen. Trüffel zum Beispiel tauschen sich besonders gern mit Eichen oder Buchen aus. Eine echte Chance für Biski. Frauchen Christina meint, er könne einmal ein echter Trüffelhund werden. Sogar besser als Trüffelschweine, die ohnehin die Knollen am liebsten selber fräßen. Also viel Glück. Inzwischen bekommt Hasso eine Chance. Er ist bereits abgerichtet auf Pilze, auf Schimmelpilze. Irgendwo in der Wohnung könnten sich welche verbergen. Sitz. Und Hasso kann es kaum erwarten. Sitz. Er hat gelernt, den feinen Schimmelgeruch zu orten und den Pilzherd anzuzeigen. Wenn es denn einen geben sollte. Der Lehrling Biski lässt es gemächlicher angehen und etwas zaghaft gibt er einen ersten Pfotenzeig. Doch der erweist sich gleich als Trüffeltreffer. So riechen die begehrten Knollen, auch in Zukunft nicht vergessen. Frauchen ist ebenso erfreut wie stolz. Biski hat Talent. Zudem hat er eben seinen Beitrag zu Christina Wedens Doktorarbeit geleistet über schwarze Trüffel in Schweden. Um da mithalten zu können, muss sich Hasso kräftig ins Zeug legen. Und tatsächlich, er scheint etwas zu wittern. Unter der Fußbodenleiste. Nichts für eine Doktorarbeit, aber ein Fall für die Sanierung. Pilze haben eine zersetzende Seite. Sie schlagen ihre Hyphen in unser Brot und